Also die fünf Parteivize stehen fest und die Verkündung der Ergebnisse, die habe ich gemeinsam verfolgt mit Wolfgang Tiefensee. Und ich habe auch einen kleinen Aufschrei oder eher Jubelschrei bei Ihnen gehört. Da ging es um das Ergebnis von Clara Geibitz. Ja, ich freue mich sehr, dass Clara so eindeutig gewählt worden ist. Sie ist unsere Stimme für Ostdeutschland im Parteivorstand und als Stellvertreterin freue ich mich sehr darüber. Eine ganz erfahrene, gute Frau und die wird neben unserem Ostbeauftragten Martin Dulich wird eine starke Stimme sein. Jetzt müssen wir noch über einen anderen Parteivize sprechen, Kevin Kühnert. Ja, welche Rolle trauen Sie ihm auch in den nächsten Jahren zu? Wir erleben das ja hier, wie die Delegierten, wie hier dieser Saal auf ihn reagiert. Er läuft hier lang, wird ja wie ein kleiner Star gefeiert. Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das beobachten? Ja, das ist wie bei mir im Landesverband. Ich freue mich sehr, dass die jungen Leute mit frischen Ideen, visionären Ideen sich einbringen. Die schießen manchmal übers Ziel hinaus, aber das ist gut so. Viele unserer Parteivorsitzenden waren ganz am Anfang mal Juso-Vorsitzende. Kevin Kühnert hat eine fulminante Rede gehalten. Er ist ein Polit-Talent und ist gut in einem Team, um seine Ideen, seine Vorstellungen einzubringen. Wir brauchen viele, viele Farben, viele Ideen, damit es vorangeht. Das klingt aber fast so ein bisschen verniedlichend. Ist er nicht jetzt der eigentliche wichtige Mann in der SPD? Er gilt ja auch als Königsmacher des neuen Führungsduos. Ja, die Journalisten, die brauchen immer eine solche Erzählung, eine solche Story. Wir erleben das ja auch hier. Eine Kabale, nein. Kevin Kühnert steht für die Jusos, ist ein starker Politiker. Und es gibt viele, viele andere neben ihm, unter anderem jetzt auch im Führungsteam, die eine ebenso starke Rolle spielen werden. Und alle zusammen sind sie stark, jeder auf seine Art. Das heißt, ein guter Mix, der heute hier gewählt wurde? Absolut. Es ist ein sehr, sehr guter Mix. Ein weiser Parteitag mit weisen Delegierten. Vielen Dank, ein weiser Wolfgang Tiefensee. Und ich gebe zurück zu meinem Kollegen Erhard Schäfer.